Servus Leute und willkommen zurück zu CitySkills XL 2012. Ja, in der letzten Folge haben wir hier die Autobahnraststätte gebaut. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Sind massiv viele Parkplätze. Gut, mit den Autos sieht es eigentlich recht nett aus. Wir haben hier die Verbindung noch gemacht, damit wir auch eine Verbindung zum Rathaus haben, die die Teile alle aus unerfindlichen Gründen nicht hatten. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, das Ding bauen wir in der nächsten, irgendwann einmal in einer der nächsten Aufnahmen. Das muss ich mal kurz wieder weglöschen. Das bauen wir in irgendeiner der nächsten Aufnahmen, aber so passt es schon. Moment, ich weiß genau, warum die keine Verbindung zum Rathaus hatten. Wobei, die müssen doch hier rumfahren und dann hier rauffahren können. Theoretisch müsste das einwandfrei funktionieren. Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Ich habe das auch richtig gebaut hier. Sonst würde das ja alles nicht passen. Ich meine, wir haben hier die Routen. Aber warum? Ich meine, die Einwohner kommen hier rüber. Warum fahren die? Ich meine, es ist mir schon klar, warum die hier nicht fahren können. Weil die von dieser Autobahn ja nicht hier rüber hüpfen können. Das ist mir schon klar. Aber warum können die dann nicht einfach hier von der Autobahn hier rum, dann umkehren und hier rumfahren? Das müsste doch gehen. Ich hinterfrage es jetzt einfach mal nicht. Ich mache das dann hier auch irgendwie so, dass ich hier dann noch eine Arbeiterzufahrt baue. Auch per Tunnel hier vielleicht durch oder so. Oder ich baue hier einfach hier hinten eine Brücke drüber. So eine Wartungsbrücke oder keine Ahnung. Irgend sowas. Mal schauen. Irgendwas werden wir da gestalten, weil sonst wird es wieder nicht funktionieren hier. Warum auch immer. Wie sieht es eigentlich verkehrstechnisch in unserer Stadt aus? Hier haben wir massive Verkehrsprobleme wegen dem Industriegebiet. Hier hinten auch. Wobei dieses Industriegebiet ja sowieso ständig pleite ist. Wegen dem Lebensumfeld. Das ist natürlich nicht schön, aber ich kann es auch nicht ändern. Gibt es hier eigentlich noch... Moment mal. Ich muss mal kurz was schauen. Es gab mal in irgendeinem Mod, den ich mal drin hatte, ein gewisses Gebäude, das mir da sehr weitergeholfen hat. Allerdings glaube ich nicht... Alter, wie das aussieht. Bisschen groß. Allerdings glaube ich nicht, dass das noch da ist. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Was sind das P3 eigentlich? Es ist ein Parkhaus und bedient aus unerfindlichen Gründen Freizeitbedürfnis. Ist jetzt nicht ganz durchsichtig, warum, aber es ist so. Ich muss mal kurz schauen. War das vielleicht hier irgendwo drin? Hier ist ein Sonnenkraftwerk, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Wir haben ja auch irgendwo so ein großes Elektrizitätswerk, ne? Das da. Powerplant. Können wir auch mal für den Flughafen bauen, aber wird irgendwie komisch aussehen. Wasser haben wir hier auch nichts drin, was ich suche. Abfallverwertung ist es auch nicht. Ich suche einen Luftreiniger. Den gab es nämlich mal in irgendeinem Mod. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem das war, beziehungsweise ob es den noch gibt. Diesen Luftreiniger. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe ihn zumindest nicht mehr gesehen. Hier sind die ganzen Harbor-Gebäude. Wir können... Hier ist er. Filtert verschmutzte Luft. Ich weiß nicht, ob der noch was bringt oder ob der nur so ein Placebo ist. Kostet... Was kostet der? 500 Betriebskosten. Nebeneffekt Luftunreiner und Luftunreiner. Ich probiere den mal, ob der funktioniert. Ich stelle mal zwei von auf und schaue, was da passiert. Das wird sich dann gleich zeigen, denke ich mal. Ob das Ding effektiv was bringt oder ob das nur Placebo ist. So, hier müssen wir dann nur die Wiesen wieder hinklatschen. Mit dem Flughafen bin ich auch ziemlich zufrieden. Der ist zwar recht klein, aber für eine 500.000 Einwohnerstadt muss der auch nicht wirklich größer sein, meiner Meinung nach. Ich meine, Frankfurt ist ja vielleicht eine Ausnahme, aber Frankfurt ist ja auch eine Metropole. Und das ist ja hier unser Redwood nicht unbedingt jetzt so direkt. Ne? Und so. Hier fehlen auch die Wiesen alle. Beziehungsweise da waren andere, ne? Da waren die hier. Ich kann ja hier auch mal ein paar Bäume hinklatschen noch. Also hier. Dann steht da auch noch mal ein bisschen was Grünzeug rum. Und hier drin fehlt auch noch alles an Bäumen. So, dann haben wir das erstmal wieder gelöst. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt was bringt. Plus 1% Zufriedenheit aller Bewohner. Okay, filtert verschmutzte Luft. Okay, es bringt aber nichts, ne? Ich hätte gerne die Karten hier, danke. Lebensumwelt, Luft, Umweltverschmutzung. Hä? Ach, das ist die Lärmbelästigung, die hier stört, ne? Ach ja, das ist die Lärmbelästigung. Ja, dann bringt der Luftfilter natürlich sehr viel. Ich meine, seht ihr hier, der bringt massiv was. Aber
Ich glaube, auch einer reicht da, ne? Ist ein bisschen übertrieben, die zwei. Ich meine, dann haben wir hier zumindest mal einen Luftfilter. Das Ding ist vielleicht eine Art von Cheat-Gebäude und ich glaube auch nicht, dass ich die einsetzen werde. Vor allem, weil hier das Problem, was ich nicht beachtet habe, ja nicht der. Ist das Problem hier ist ja nicht die Luftunreinheit, sondern der Lärm. Das habe ich nicht beachtet. Deswegen nutze ich die Dinge auch nicht. Aber hier hinten will ich sie nicht nutzen, weil ich die Probleme ja nicht wegcheaten möchte, sozusagen. Die werden jetzt wiederkommen. Beziehungsweise hoffe ich, dass die wiederkommen. Weil sonst haben wir jetzt doch wieder gecheatet, unbewusst. Wir haben halt hier die Lärmbelästigung und die kann ich nicht abstellen. Das ist ja ein Flughafenindustriegebiet. Was erwartet ihr? Mein Gott, ich kann das auch nicht ändern. Ich meine, das ist der hier, der das produziert, ne? Der große Flughafen selbst. Der Rest produziert ja nichts, aber es ist der Flughafen. Der hier wird vermutlich auch was produzieren. Und die Hangare da, Hangars, wie auch immer, vermutlich auch. Aber die Autobahn wird gut genutzt jetzt, ne? Also hier, der Verkehr ist schon schön. Also gefällt mir. Der wird vermutlich hauptsächlich hier hinten zum. Ja, genau. Von der Stadt zum Industriegebiet wird es genutzt und zurück auch wieder. Alter, hier ist alles rot. Alter, das Verkehr. Ja, wir haben halt hier gewisse Schwierigkeiten, aber ich glaube, so eine Engstelle darf auch mal sein. Ich kann es halt leider auch jetzt nicht ändern, weil das effektiv nichts bringen würde. Ich meine, die könnten ja auch. Moment. Mir fällt gerade was ein. Ich habe hier eine Schwierigkeit. Und zwar. Diese Teile sind teilweise falsch rum und das habe ich immer noch nicht behoben. Das muss ich noch machen. Ich muss die Ra das habe ich ganz vergessen. Danke übrigens an die Leute in den Kommentaren, die das geschrieben haben. Das hatte ich ganz vergessen, dass die Dinger ja noch falsch rumstehen. Ich muss jetzt mal alle löschen kurz, die großen. Wo ist denn der andere hier? Ich lösche die mal alle. Weil ich die komplett neu bauen möchte, aus Gründen. Das sieht auch gleich, was ich meine. Es leckt gerade ein bisschen. Ja, weil ich hier wieder in der Stadt bin und da leckt es wieder. So. Danke auf jeden Fall an diejenigen, die mir das als Kommentar geschrieben haben, waren, glaube ich, ein paar Leute. Ich hatte die Dinger ja aus Baugründen immer hier rangebaut an die Straßen und habe vergessen, die umzudrehen. Die müssen natürlich hier hinten ran. Deswegen hat sich auch ständig. Haben sich auch ständig die Linien hier nicht verbunden, richtig, sondern haben sich irgendwie random durch die Gegend geschmissen, sozusagen. Jetzt baue ich mal hier an die Straße das zweite Gebäude. Dann baue ich gleich mal die Rücklinie. Moment, warum nummerieren sich die schon wieder so komisch? Ach, das sind. Ach, genau. Die nummerieren sich ja mit den Buslinien mit. Das ist ja das Problem. Die haben sich ja ergänzt. Deswegen haben wir hier so komische Bezeichnungen. Deswegen fängt es hier mit 9 und 10 an von der Linie her. Da war ja was. So, jetzt haben wir erstmal das Problem gelöst. Dann möchte ich eine Route, die von hier. Oh Gott, das lag. Das lag. Die von hier hinten lang führt. Und zwar möglichst über die Schienen und nicht über die Straße. So, und wieder zurück. Dann machen wir eine Linie zum Flughafen. Dann eine Linie, die hier hinten lang führt. Und zwar direkt hier ran. Eine Linie, die wieder zurückführt. Ich weiß jetzt auch nicht, was ein Problem sein könnte. Ich weiß nicht. Wenn die Teile das wirklich, also wenn die Bewohner das hier wirklich nicht als Umsteigepunkt nutzen, habe ich ein Problem. Denn dann können die, wobei die können ja aussteigen und wieder einsteigen. Das dürfte also eigentlich funktionieren. Dann haben wir hier eine Haltestelle. Ach, ich habe die hier drüben vergessen, das zu löschen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig rum sei, vielleicht sogar richtig rum wäre, aber ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Hier ist quasi jetzt der zentrale Bahnhof. So mehr oder weniger zumindest. So hier ran und wieder zurück. Ich muss jetzt mal schauen, ob das so funktioniert. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die halt hier an diesen Punkten umsteigen. Das kann ich nicht sagen. Das wird sich aber, denke ich, zeigen, ob da die Leute umsteigen, ob die Routen genutzt werden und ob sie halt was bringen. Wenn sie genutzt werden, dann weiß ich auch, dass sie umsteigen, theoretisch. Wenn sie nicht genutzt werden, muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich die halt anders bauen. Dann kann ich mir auch die dann alle sparen, weil dann habe ich hier hinten quasi einen großen. Also dann könnte ich es so machen, dass ich hinten einen Verteiler habe oder hier oder irgendwo, der dann alles abfährt. Aber den muss ich auf jeden Fall lassen. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Tramlines, die in der Stadt waren, jetzt auch wieder alle gelöscht habe. Ah! Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Tja, Schicksal, ne? Passiert.
Leider. Zu oft. So. Oh Mann, ich bin schon so ein Held. Ich brauche auf jeden Fall zwei Knotenpunkte. Einmal einen hier in der Stadt, also den da. Und den werde ich dann vermutlich auch lassen müssen. Oder ich nehme den am Flughafen, von wo aus die Linien dann weiterführen. Das wird sich dann zeigen, wenn das nicht funktioniert, was ich hier jetzt gebaut habe. Muss ich mal schauen, ich probiere das jetzt erstmal aus. Und dann werden wir das alles sehen. Jetzt muss ich nur Linien bauen. Das war jetzt wieder sehr intelligent, was ich da gemacht habe. Jetzt darf ich das wieder neu bauen. Ja, 5 Minuten haben wir noch, dann haben wir auch was anderes außer Raststättenbau jetzt in der Folge. Das passt ja auch irgendwie. So, du fährst hier raus, hältst einmal hier, hältst hier oben, hier, hier oben, hier, hier, fährst dann hier brav weiter, fährst hier weiter, biegst hier ein, hältst dann hier überall. Hier ist keine Tram, ne? Du darfst dann hier weiterführen, durch die Innenstadt durch. Alter, wie das gerade leckt auch. Hilfe. Hier kannst du leider nicht halten, dafür kannst du hier halten. Und wieder zurückfahren. So. Das ist quasi jetzt die erste Linie mal. Die jetzt hier rumführt. Dann brauchen wir eine zweite Linie, die hier unten rumführt. Erstmal hier. Ach, ist nicht geeignet. Okay, die sind alle nicht geeignet. Das ist natürlich super wieder. Habe ich wieder toll gemacht. Da muss ich die Linie anders führen. Da muss ich die doch außenrum führen. Teilt sich die erstmal hier die Punkte miteinander. Fährt dann aber nicht hier rein. Oh, da muss sie, oder? Die muss hier rein. Das ist aber blöd jetzt. Ich würde das gerne anders machen. Ich müsste, Moment, ich kann das anders machen. Da muss ich aber die letzte Linie wieder löschen. Moment, Moment, Moment. Die Linie 25 ist das hier, ne? Oder? Genau, das ist die Linie 25, die kann man weg. Die wird auch gut ausgenutzt. Wird sie auch gleich wieder. Und ich sehe gerade schon, dass die Auslastungen unten bei 0% und so irgendwo rumgammeln. Das ist jetzt nicht sehr schön. Ich habe hier auch noch eine Linie durch, dann passt es. Genau, ich habe hier auch noch eine Tramline, dann kann ich das machen. Was ich gerade machen wollte, dann brauche ich gar nicht umbauen. So, kann ich... Hältst du hier, 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 hier. Der erste Verlauf ist jetzt mal wieder gleich. Moment. Hältst du hier, hier, hier. Dann fährst du hier durch. Hältst hier. Ach, Moment, es geht nicht. Hä? Ich hatte doch... Moment. Habe ich einfach... Ich muss die Straße hier noch als Tram ausbauen. Dann kann ich das machen. Moment. Large Tram Avenue. Large Tram. Und hier auch Large Tram. So, jetzt hat... Hier geht's durch, genau. Das wollte ich. Dann kann ich das machen. Muss ich doch umbauen. Hatte ich wieder verpeilt. Entschuldigung. So. Hier, 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 hier. Na, hier und... halt nicht direkt an der Kreuzung, das sieht ein bisschen komisch aus. Hier, hier. Dann fährst du hier rum. Hältst hier, hältst hier. Hältst hier. Und dann teilst du dir quasi die Straße. So. Du fährst hier rum. Fährst dann nicht hier rum, sondern hältst hier. Hältst dann hier. In die Stadt kannst du nicht rein, nee. Aber du kannst hier rumfahren. Hier kann er auch wieder überall nicht halten. Das ist blöd. Weil es ein bisschen suboptimal gelöst ist hier. Kannst du hier halten? Hier ist doch keine... Doch, hier ist eine Tram. Okay, hier ist eine Tram. Gut zu wissen. Du kannst aber auch hier außen rumfahren. Wobei ich glaube, ich das eher als eine Innenstadtlinie machen möchte. Und zwar hier rum. Hier rum. Hier kannst du ja leider nicht halten. Was ziemlich doof ist. Aber ich kann es leider nicht ändern. Dann hältst du hier. Hier. Hier und fährst zurück. Dann haben wir erstmal zwei Innenstadtlinien. Jetzt brauchen wir noch eine, die hier hinten sich um das kümmert. Das werden wir aber gleich haben. Und zwar teilst du dir erstmal die Haltestelle mit denen. Also mit der 26er Linie. Fährst hier rum. Dann fährst du aber hier raus. Teilst dir die Haltestelle mit der. Moment, wo geht denn jetzt die Tram lang? Hier. Dann fährst du hier lang. Ach, wir brauchen da noch eine, ne? Fährst hier wieder runter.
So, dann haben wir hier die Tramlines genutzt. Dann hältst du hier. Hier, hier. Die teilt sich ja ziemlich viele Gebiete auch mit der 26er Linie. Das macht aber auch nichts. So, jetzt werden wir... Weiß gar nicht, kriegen wir noch eine Linie rein da? Ja, kriegen wir. Gut, du teilst jetzt... Nein, du teilst dir nichts, okay. Doch, du teilst dir auch was. Die sind sich jetzt relativ ähnlich, die Linien, ich weiß. Das ist auch ein bisschen blöd, aber ich kann es jetzt leider nicht so ändern. Die müssen sich halt jetzt mal mehrere Linien miteinander teilen. Nee, das ist falsch. Hier musst du rum. Hier. Du teilst jetzt großteils auch die Punkte mit der 27. Upa, eigentlich ist es relativ doof, was ich da gerade mache, ne? Nee, du fährst anders. Wir haben zu viele Stationen. Das wäre dann ein bisschen arg extrem. Du fährst erstmal hier durch die Innenstadt. Wir machen das so, dass das sich ein bisschen aufsammelt hier. Du hältst quasi einmal hier. Hältst dann hier in der Innenstadt nochmal. Und hier hältst du nochmal. Dann fährst du rüber. Darfst dann hier halten. Hier können wir leider nicht halten, weil die Straße wieder nicht geeignet ist. Das ist echt super blöd. Aber wir können zumindest mal so eine Sammelroute machen. Dann hältst du hier, 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 hier und nimmst noch die mittlere Haltestelle hier mit und fährst wieder zurück. So. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der Auslastung aussieht, ob wir da was erhöhen müssen. Ich fürchte nur, dass die anderen Routen doch, wie ihr gesagt habt, nicht funktionieren. Weil die Bewohner hier nicht umsteigen. Warum auch immer. Dann werde ich das so machen, dass ich das hier als Zentrale lasse quasi. Und die anderen Routen dann anders baue. Und zwar nicht so. Ich lasse die einfach. 17, 16 können weg. Moment. 16 kann weg. Ihr seht ja, die werden auch nicht genutzt. 17 kann weg. Warum haben wir eigentlich so wenig? Ach, da oben sind noch mehr. Genau. Ich dachte mir schon, wir haben doch mehr Routen. Die hier am Flughafen können weg. 14 und 13. Ich muss nur schauen, dass ich nicht die falschen lösche. Sonst haben wir Probleme. Das ziehe ich jetzt noch durch. Da mache ich die Folge auch ein bisschen länger. Weil ich halt jetzt nicht in der nächsten Folge nochmal damit rumeiern möchte. Und dann haben wir noch die 24 und die... was ist das für eine Linie? 20 und 24. Okay. Wir haben jetzt ein ziemliches Chaos mit den Linien. Weil die halt alle jetzt nicht geordnet sind. Das ist aber an sich auch gar nicht so schlimm. So, wir haben jetzt hier eine Linie. Was fertigt jetzt das Ding für Linien ab? Nur noch die 10 und die 8. Die müssen aber auch weg, weil die auch nicht funktionieren. Seht ihr ja, 0% Auslastung. Das heißt, dass die nicht gehen. Jetzt werden wir das folgendermaßen machen. Erstmal eine Linie, die hier... Huch, hallo. Hallo, Spiel. Die hier hält und dann wieder zurückfährt. Macht das Sinn? Nicht wirklich, oder? Ich glaube, ich mache da zwei Teillinien einfach nur. Eine, die hier die Innenstadt mit dem Flughafen verbindet. Werden wir gleich mal sehen, wie wir das machen. Flughafen. Schauen wir mal, wie das wird. Und hier mit dem Industriegebiet. Dann fährst du zurück. Ja, eigentlich solltest du jetzt zurückfahren. Kannst du aber nicht. Warum? Du müsstest doch hier umkehren können. Ja, lass mal ihn hier hinten nochmal halten. Der halt bringt ja nichts, weil da keiner aussteigen kann. Aber trotzdem. Lass mal ihn zurück auch nochmal da fahren. Da kann er halt leider nur nicht mehr da hinten halten. Das macht aber nichts, oder? Nee, das macht nichts. Der hält halt nur am Rückweg dann ein bisschen. So, eine Linie. Die fährt auch wieder zurück. Das passt. Okay, dann haben wir noch eine Linie, die fährt aber auch hier lang. Aber dann hier oben durch. Die hält dann hier. Fährt dann hier oben rauf. Hält hier und fährt dann wieder zurück. Ich kann jetzt hier nicht halten lassen, ne? Nee, es geht nicht mehr. Gut, du fährst dann wieder zurück. So. Und ebenfalls hier ran. Die müssten jetzt aber Auslastung haben. Bisher noch 0%. Werden wir mal schauen, ob das noch mehr wird. Ach, das sind jetzt alle Linien. 1, 2, 3, 4 für die Innenstadt und 2 für außen. Gut, die haben aber beide 0% Auslastung. Das finde ich jetzt natürlich nicht so schön, aber naja. Hier haben sie auf jeden Fall Auslastung. Das finde ich gut. Den können wir mal erhöhen. Ach, guck mal, jetzt steigt die Auslastung hier auch.
Linie 10 läuft also. Nur die Linie... Ah, Leute, Linie 8 müsste jetzt auch laufen. Die hat zumindest aufgehört zu blinken. Tut sie aber irgendwie nicht. Okay, gut zu wissen. Ich schau mal kurz, wie es mit dem Tram-Traffic jetzt aussieht hier. Moment. Wo ist er denn? Tram-Lines? Nein, Tram-Traffic, genau. Hier in der Innenstadt läuft es ganz gut. Da haben wir auch gelben Traffic überall. Hier sind natürlich ziemlich viele Linien aufeinander. Hier auch. Aber das passt schon so. Hier in der Innenstadt ist es ja auch am wichtigsten. Und die äußeren werden aus unerfindlichen Gründen nicht genutzt. Ich weiß gar nicht warum. Die Station lasse ich jetzt einfach als Deko da. Das ist ja an sich egal. So, Tramlines haben wir auch alle passend. Das müsste eigentlich alles funktionieren. Ich meine, unseren Tramverkehr, die sind jetzt alle miteinander verbunden, die Linien. Die können ineinander umsteigen quasi. Die können auch hier dann in diese Linie einsteigen und dann zu den Industriegebieten, zum Flughafen oder hier hinten hinfahren. Ich könnte auch eine U-Bahn bauen, das werde ich vermutlich auch... Wobei, eigentlich ist eine U-Bahn sinnlos, wenn man schon eine Tram hat. Es bringt also nichts. Gut, ich würde sagen, man sieht sich jetzt in der nächsten Folge. Und bis dahin. Servus.